Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Demo oder zu einer Demo, nicht zu einer weiteren Demo, und zwar zu Freedom Planet 2. Ja, das Spiel sollte dieses Jahr noch rauskommen, vielleicht ist es noch rausgekommen. Ne, ich glaube, es kommt erst im 21, ich weiß es noch nicht. Es gibt jedenfalls schon eine Demo davon und wir schauen uns eigentlich die Demo an. Ah, mit B kann ich hier starten. Ich kann auswählen, wer ich spielen will. Ich habe das erste Spiel auch schon mal in Demo gespielt damals. Ich habe es nicht Let's Play, sagen wir mal so. Es gab ja Freedom Planet 1, ne? Wir spielen hier einfach das 1. So, hier wird uns die Steuerung noch erklärt. Beginner würde ich mal sagen. Oh, schauen wir uns an. Es ist einerseits wie ein Jump'n'Run, andererseits aber wie ein Fighting Game. Also so eine Kombination und die Idee liegt ein bisschen bei Sonic. Ich springe mit B, okay. Aua! Was zum Geier? Und es hat eine interessante Story. Mehr weiß ich gerade nicht mehr auswendig. Ach, mit B springen hier, so echt. Warte, wie konnte ich nochmal? Ich muss nochmal schauen. Ich krieg das nicht hin. Ach so. Ich kann also so einen Ring werfen, welcher mich dann hoch teleportiert. Hier gibt es zum Beispiel diese Bouncer, wo man eben von Sonic kennt. Naja. Nimm mich dann wunder, wie das 2 wird. Wenn es dann rauskommt. Wann auch immer das rauskommen wird. Okay, die helfen mir irgendwie. Ich finde Sonic und auch so, solche Spiele ziemlich unübersichtlich. Also so voll schnell und keine Ahnung. Zum Beispiel bei dich, also was du das mal anschauen solltest, Let's Play Markus, ne? Der Markus da. Ich verstehe nicht, wie man diese Level Ding auswendig kennen kann. Wie kann man solche Level auswendig lernen? Das habe ich nie verstanden. Für mich, ich komme da gar nicht nach. Das ist für mich schon viel zu schnell. Okay. Ich habe ein Schild. Mehr habe ich gerade nicht kapiert. Ich behaupte nicht, dass ich hier das weiß, was ich hier machen muss. Ist ich hier so? Nee, da kann man gar nicht durch. Seht ihr, ich sehe ja nicht mal, wo es weitergeht. Ja, die Musik geht voll ab. Oh. Ah, stimmt, ich habe eine Energieanzeige. Seht ihr, ich weiß schon gar nicht, was ich alles habe und was nicht. Oh! Aber schön detailreich gemacht. Oben. Find a stone. Aha. Meine Attacke, um auch nach oben zu kommen, ist auch ein Angriff. Okay. Boah. Wo muss ich denn überhaupt hin? Da war ich doch vorhin schon. Oha.
Okay. Wieso bin ich jetzt wieder hier unten? Ah! Naja, die Musik geht wenigstens ab. Irgendwas, das wenigstens doch gut läuft. Na, ich drücke auf die falsche Seite, das ist mein Problem. Ah, hier, nach oben. Zu ungewohnt mit B zu springen einfach. Okay. Ah, ich kann darüber. Okay. Was läuft denn hier alles? Okay, anscheinend muss ich woanders hin. Komme ich irgendwie nicht hoch. Ah, okay. Ich muss noch springen drücken. Da wäre natürlich auch noch von Vorteil. Ich habe keine Ahnung. Also wenn es hier einen Abgrund gäbe, ich wäre wahrscheinlich schon 1000 Mal gestorben. Ah, da kann ich ja noch hoch. Checkpoint. Okay. Wie groß sind bitte schön so ein Level? Ich hoffe, es kommt einfach kein Bosskampf. Aber das ist nur eine Demo, ne? Das ist nur eine Demo. Ja, rausspringen. Checkpoint. Hä? Wieso gibt es jetzt zweimal Checkpoint? Boss Alert! Ja, ich sag's doch. Also ich habe das Gefühl, ich muss ihm auf die Arme hauen, aber... Okay, oder auch nicht. Keine Ahnung. Ich hau ihn einfach platt hier. Wenn ich dann mal auf ihn haue. Was zum Geier? Ich kann auch mit dem TÜV herumfahren. Was zum... Also, Moped, ne? TÜV ist auf Schweizerdeutsch, deswegen... Der Witz ist, ich kann ihm auch Schaden damit machen. Seht ihr?
Okay. Ah. Continue. Ah ja, mit B. Okay, wen nehmen wir denn noch? Sie? Oder sie? Ah, ich habe A gedrückt. Da geht man automatisch zurück. Beginner. Ah, das ist dasselbe Level, oder? Ich mache alles zu Eis. Habt ihr das gesehen? Okay. Das ist ein Checkpoint, oder? Also, sie verhält sich ziemlich anders. Checkpoint. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass ich das letzte Mal auch Checkpoints hatte hier. Teilweise macht sie alles zu Eis, aber nur teilweise. Ein Schild. Oh, da habe ich was übersehen. Die kann Doppelsprung? Die konnte einen Doppelsprung von. Ich glaube, ich kriege auch ziemlich wenig Damage, ne? Habe ich überhaupt eine Energieanzeige? Weil das andere haben mir irgendwie zwar... für was kann ich den Eissäulen machen? My way. Okay. Naja, da ich natürlich jetzt ganz einfach spiele, ich glaube, das ist gar nicht möglich zu sterben. Ich könnte die anderen so Eiswürfeln machen. Stimmt, da haben wir ja vollen Gang, ne? Aber da die einen Doppelsprung kann, bin ich eigentlich schon so gut wie weg. Und ich meine, mit dem Schlag kriege ich hier noch einen Vorsprung. Mal schauen wir. Ich schaue mir sicher gerne noch die anderen Charaktere an. Aber ich muss hier natürlich hoch, ne? Okay, das ist mal, wenn ich unten durch. So, geht auch so. Ah. Seht ihr die Energie, die da immer auflädt? Ich kann nur schlagen, wenn die aufgeladen ist. Ich kriege die ganze Zeit Unendlichkeit-Ding. Also Unendlichkeit, Unverwundbarkeit. So, jetzt kommt dieser komische Ding da. Okay.
kann jetzt hier nicht so schnell schlagen wie beim anderen. Okay. Aber dass ich Eissäulen gegen unten machen kann. Naja. Ach, oben ist das Leben, ne? Wenn ich das richtig sehe, da links oben. Also meine Anzeige, ne? Seine ist ja unten. Ich habe sogar Schaden gemacht, obwohl er noch eine Kugel ist. Ja, ich verliere ein bisschen Leben, ne? Aber da ich auf einfach spiele, naja. Ich denke, wenn ich das Spiel kaufen würde, ne? Was ich dann irgendwann mal vorhabe. Mal schauen, ob es dann, wenn es rauskommt. Leider ist es halt komplett auf Englisch. Also für mich ist es leider so, weil ich nicht so gut Englisch verstehe. Das ist mein Problem halt noch. Ein bisschen Englisch lernen tue ich ja, aber naja. Es kommt mit der Zeit. Man muss Geduld haben, ne? Oh, das habe ich gerade mit der Sprache nicht so. Oha. Ich kann damit trotzdem Schaden machen, auch wenn er eben diese Kugel ist. So. Jawoll! Mal schauen, wie lange heute der Part wird, ne? Ich mache natürlich auch extra Längen für euch. Voran ist die Simple-Version. So, dann spielen wir Lilas oder wie auch immer die genannt werden. Natürlich Beginner. Einfach so ein Zzzz. Wie diese so schöne Kniebeuge macht. Oha. Das macht sie also mit A. Okay. Erinnere mich von den Moves eigentlich irgendwie an Spellbreak, ne? An die verschiedenen Items, die da gibt. Auch dieser Sprung hier, wo die machen kann. Mit dem fast Fliegen, ne? Ach, das ist immer er, der da zwischendurch die Bäume kaputt macht und so. Oha! Voll auf die andere Seite geflogen. Nimm mich dann wunder, ob das richtige Spiel dann auch so einfach ist wie jetzt hier die Demo. Wenn man im Beginner-Modus spielen kann. Ich habe gerade gesehen, hier gibt es ein Juwel. Übrigens, Sonic and the Lost World werde ich auch noch bringen. Ne? Habe ich am 14. Vorgesehen.
Ich sammle jetzt natürlich nicht alles ein, ne? Wenn ihr das einziehen wollt, dann könnt ihr das übrigens auch gerne in die Kommentare schreiben. Ja. Dann werde ich das gerne mal bringen, wenn ich es dann gekauft habe. Wie gesagt, ich habe es noch nicht gekauft. Aber ich finde es ein interessantes Spiel. Oha! Falcon! Das erinnert mich einfach an Falcon! Wie sie es so sagt. Ja, genau, das meinte ich da. Oh. Das ist übrigens der Spring-Button, wenn ich den zweiten Mal springe. Bei dem anderen war es so ein komischer Sprung, wo ich am Anfang genutzt habe. Checkpoint! Naja, mit ihr sind wir weniger schnell als mit der anderen. Habe ich das Gefühl. Also die, wo der Stab hatte. Ah, ich muss natürlich nach oben. Okay. Kommt hier überhaupt nach? Also ich echt nicht. Und ich finde mit der, ich sag nicht schreckliche Grafik, aber mit der Art von Grafik habe ich halt noch Mühe, ne? Weil es halt so Pixel-Grafik ist und ich kam eben früher. Oh! Was zum Geier? Wir haben ja den unter einer Minute geholt. Oder fast eine Minute haben wir jetzt gebraucht, ne? Also, sie ist gut. Als einfach im Besiegen von dem Boss hier. Natürlich auch als Charakter, ne? So, wen haben wir denn noch nicht? Sie haben ja. Ich glaube, das sind doch alles Girls, oder sehe ich das falsch? Schreibt es auch in die Kommentare, falls ihr es wisst. Expertentyp stand da, oder? Okay, ein Schild. Also wenn das jetzt Trine wäre, könnte man da draufstehen. Ach so. Sie kann fliegen, okay. Sind wir etwa Yoshi? Der kann doch auch immer solche komischen Flugsprünge. Ich meine, sie rennt schon fast in der Luft. Schaut mal das an. Das ist wie diese Comic... in den Anime-Filmen oder in Comics-Filmen da. Ne, Comic-Filmen nicht. Was sag ich da in den diesen Zeichentrick-Film? Oh, nice. Sie sind noch versuchen, nach oben zu kommen. Das Lustige ist, es ist ein Schild, aber wenn ich loslasse, ist es ein Schuss. Wie das aussieht. Als würde ich einfach die Wand hochlaufen.
Ja, sorry, dass dich ein bisschen schmerzt hier. Ist sie ein Hase? Sie sieht jedenfalls, also bewegt sich jedenfalls sehr ähnlich wie ein Hase. Ah ja. Ah ja, ich brauche die Energie übrigens zum Fliegen, ne? Naja, oder sagen wir mal Luftflug. Was bringen denn diese drei Dinger hier? Ich glaube nicht, dass das richtige Spiel dann genauso sein wird wie jetzt die Demo. Naja, ich sag's mal so, es sicher nicht so einfach sein wird. Sonst, natürlich, ich hätte sehr Freude, weil ich bin eben, wie gesagt, nicht so ein sehr guter... Ich mag zwar Jump'n'Run und alles so, aber ja, mir fehlt halt das gewisse Etwas. Aber die, wo mich schon länger kennen, die wissen, was ich meine. Ja, wir gehen hier mal mit Flug hoch. Ha! Ja gut. Einfach, weil ich es gerne sammle. Aber ich sehe die, wo am meisten Damage bekommt bisher. Wie der Gegner einfach auch hier drauf läuft. Also von dem her, der Gegner ist auch nicht schlecht, ne? Und ich habe wieder eine Fliege bei mir. Oh. Okay, doch, wir sind im Bereich, wo wir weiterkommen. Ich glaube jedenfalls. Nein! Anscheinend nicht. Oder doch? Keine Ahnung. Irgendwie ist das so verwirrend für mich. Die Stellen sehen irgendwie immer gleich aus. Das ist eben das Problem an dem. Darum, ich kann mir bei Sonic-Spielen manchmal gar nicht den Weg merken, weil ich... Naja, das sieht einfach gleich aus. Also, bei den alten Spielen, ne? Bei den neuen war zwar zwischendurch auch. Ja, gut. Checkpoint. Ich schieß schon. Naja, ich lasse mich eigentlich Info von ihm treffen, aber das ist mir völlig egal jetzt noch. Gut, ich könnte mir vorstellen, dass das erste Level ist oder so. Und der Boss einfach zum zeigen, hey, wie das aussehen würde, wie halt ein Boss sein könnte. Ich kann mir vorstellen, dass die meisten Leute es finden werden, ich bin ja voll schlecht. Jetzt aber... Ich finde, man muss sich halt auch für ein Spiel auch einlassen. Oh, was, ich bin fast down.
Okay, wenn ihr hier sagt, dass ich schlecht bin, okay. Ich habe mich halt auf den Charakter noch nicht so ganz eingelassen. Ah, ich kapier's. Wenn ich so ein Viereck habe, ne? Kann ich auch richtig schießen. Oha! Ah ja, gut. Ging ja noch. Hab ja überlebt. Bubu, sie ist doch kein Hund. Naja, liebe Leute, das war Frame Planet 2. Danke fürs Anschauen. Macht's gut und wir sehen uns im... Naja, am nächsten Tag wieder. Wie habt ihr es gefunden? Gefällt euch das Spiel? Schreibt es auch in die Kommentare. Lasst es mich wissen. Und mit einem Like wäre ich auch zufrieden. Falls es euch gefallen hat, natürlich, ne? Danke fürs Anschauen. Macht's gut. Schöne Weihnachten. Beziehungsweise schönen Dezember. Tschüss.